Okay, da ist irgendwas. Ich muss da nur eins von denen finden, ne? Warum öffnet sich das? Finde eines der fehlenden Teile, damit es wieder aktiviert werden kann. Splitter der Bauch rufen, Statue hier. Hier ist nichts. Oh, okay, bei dem einen ist nichts. Ich muss zum anderen hin. Yo. Ist ja noch weniger. Bin ich denn jetzt hier gelandet? Irgendwas ganz Kleinem. Okay, ich habe anscheinend schon drauf geklickt. Ich habe ja die linke Maustaste gedrückt gehalten. Okay. Ja, wir müssen. Wir müssen da hin, oder? Warum blinkt's da? Es gibt noch zwei von denen. Ist das so gemacht, dass das erst das dritte dann das richtige ist? Du findest immer zwei, das dritte ist alles richtige? Könnte ich mir vorstellen. Okay, da geht's nicht nach links. Bin ich denn jetzt hier überhaupt auf der Karte da? Ich müsste hier so hin. Achso, zum Anfang, da kann ich mich doch hinporten, oder? Achso, ich könnte doch dahin normalerweise. Wie kann ich mich denn dahin porten? Mal. Und dann zurück, oder? Weil das ist doch direkt am Anfang bei diesem komischen Schneien da. Hier und dann zurück. Zack. Das war doch direkt hier. Wolltest du sagen, oder ist die Welt jetzt wieder anders aufgebaut? Das wäre wild. Nicht mehr aufgedeckt, aber das ist immer noch an der gleichen Stelle. Kind ist sogar, der Loot ist noch da. Oh, das ist bestimmt gefährlich, was ich hier mache. Das ist bestimmt gefährlich hier. Oh oh, finally after so long. Hat für mich so ein bisschen Boss-Vibes. Ich gehe mal hier gerade aus. Durchsuche den Sanktumsbastion nach dem letzten Splitter der Epoche. Oh, okay. Den Splitter werden sie mir bestimmt nicht freiwillig geben. Schätze ich mal. Okay, es geht wieder nach oben. Ist immer so geil, wenn es nach oben geht, du hast da keine Möglichkeit hochzugehen. Stimme ist halt geil, ne? So, the dark side. Oh Gott, wieder so ein Typ, ey. Wie viele Kreise wird sie noch ziehen? Ja.
Muss jetzt noch einer kommen? Der mich nervt? Boah. Okay. Dieser eine Strahl hat mich erwischt, ey, krass. Dieser schöne Strahl hat mich erwischt. Das war aber auch fies, da kam noch ein zweiter. Meistens kommt der mir ja entgegen, gell? Der Typ. Das ist er sogar. Nein, 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 Digga! Der Strahl hier ist auch nicht so geil, um auszuweichen. Aua. Ich kann hier nirgendwo ausweichen, ich sag's euch. Jetzt stirb doch endlich. Reicht wieder. Experimentelle Gürtel. Trankslots oder Chance, Tränke zu finden, gesunder Kälte, Widerstand, Flüche zum Beschwören bei Trankbenutzung. Ja, können wir nehmen, wenn wir halt Platz finden. Zombies beschwören bei Trankfindung. Okay. Können wir mal schauen. So viel wieder gelootet, ey. Oh, schade, ich habe halt die Rüstung weggegeben, ey. Wow, wow, wow. Ich habe die hohe Rüstung echt weggegeben. Ausweichwertung, Widerstand der Leere, erhöhte Mana-Regel, erhöhte Nekroschaden, verringert den kritischen Trefferschaden, Wurfschaden, Mana-Kosten. Ja, dann tauschen wir den halt, was ist das? Gesundheit verringert, verringert Minus. Gesundheit, Widerstand, ja, scheiße mit der Geschwindigkeit. Müsste ich mal alles verkaufen wieder. What the fuck? Jetzt kommen Zombies oder was? Mal Heiltränke genommen. Wir müssen halt da hoch. Also wenn hier nicht irgendwie so ein größerer Boss kommt, dann ist es schon komisch. Weil da labert immer irgendeiner, der erzählt irgendwas mit so einer dunklen Stimme. Das ist bestimmt wild. Boah, weg, 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 weg. Jetzt zwei von den Flammen, ne? Gleichzeitig hier. Durch. Oh, man merkt sofort, dass ich so viel Schaden bekomme. Mein Golem ist nicht mehr da. Achso, es lebt ja noch. War nicht gecheckt, dass er noch lebt. Ja, komm mal noch mehr. Ich nehme das zurück, dass nicht unnötige Monster kommen. Kommt trotzdem unnötige Monster und so viele jetzt auf einmal. Jawohl. 27. Na, stopp.
Na gut, gleich wollte leveln. Ist immer gut, irgendwas zu kriegen. Und wir gehen nochmal kurz ins Portal. Ist ja egal, wenn die jetzt nochmal auftauchen. Dann ist es heute so. Ich glaube, das ist die einzige Götze, die ich habe, gell? Ich denke schon, okay. Yes. Jupp. Was habe ich denn eigentlich am schwächsten? Ich irgendwas noch gamblen oder so? Hab Bock. Follow your feet. Naja, ich folge immer meinen Füßen. You may find a treasure, my friend. Zubehör Rückkauf, nee, Zubehör. Rüstung, Handschuhe. Stärke, Mann. Ja, tut mal, was wir machen. Kostet 600. Gehen wir mal. Maybe it'll help you along the way. Ja, ist das scheiße, oder? Rüstung, Mana. So, hätte ich vielleicht. Also gibt es noch andere Arten. Brust ist natürlich viel. Geht es hier nicht mehr sortieren? Es gibt nur eine. Plus 6, 9 hat denn meine Mana-Geschicklichkeit. Kostet viel, aber egal. Not bad. Feuerbeständigkeit, Schnitter, plus 1 Schnittergestalt. Die Gesundheit von Schaden aus dem Zwillenpasser. Ja, das klingt doch ganz gut hier. Das passt, glaube ich, perfekt zu meinem Dings. Oh, Brust gefällt mir. War sehr, sehr schwach, ey. Zubehör. Das Widerstand der Leere. Was kosten die denn? 3000? Oh mein Gott, das ist ja Katastrophe, was die kosten. Maschine, Rüstung, niedrige Schmiederrüstung. 1300, ja. Rest jedes Schwindpotenzial. Looks powerful. Ich klicke eine Chance mit der Schwäche anzuwenden. Feuerbeständig. Ja, nehmen wir halt. Füße. Drei Diener teleportieren sich um dich herum, nachdem du eine Verisierung-Fähigkeit benutzt hast. So, ich musste mal schauen wegen dem Gear. Was ist das? Vital. Revenant Plate of the Ox. Nein, das ist nicht. Ich dachte, vielleicht gibt es das halt schon früher. Der Kopf schaut krass aus. Aber Minion Increase Cooldown? Ich nutze doch gar keine Minions hier. Das verstehe ich nicht ganz. Ich nutze doch gar keine Minions. Aber Armor und anscheinend Cooldown Recovery Speed. Das ist mir noch nicht ganz klar. Drei, sechs. Oh. Wanna go again? Das ist eine Scheiße. Physischer Widerstand, ja, wird bestimmt besser sein können. Ja. Stiefel 1,9. Bewegungstempo, Ausweichwertung, Rüstung. Was brauchen die Stiefel so? Movement Speed, Increase Cooldown Recovery. Cooldown Recovery Speed ist natürlich wegen der Gestalt überall. Ja, klar.
Ja, klar. Den gleichen nochmal? Nur magisch, schade. Not bad. Ja, scheiße ist das. Egal. So, ich glaube, verkauft haben wir. Wir können wieder zurück in unser Portal. Weiß nicht, wie lange das hält. Aber wird schon eine Minute halten, oder? Ja, Gambeln ist halt immer scheiße. Ist ja wie im Real Life. Achso, ich wollte eigentlich leveln, ja. Deswegen bin ich eigentlich hauptsächlich weg. So, jetzt haben wir 10. Jetzt haben wir 10. Ja. Nein, was ist denn jetzt? So, hier. Das 11. kommt dann hier rein. Necrotic Damage. Okay. Gut. Ah, hier. Oha, bei dem noch 2. Bei dem noch 2. 2-mal den Pfeil. Und dann? Das hier 3-mal. Okay. 1, 2. Du hast heute den... Das ist geil. Noch schneller zuschlagen. Das ist Pock-die-Pock. Und ich muss nach links schon wieder. Oh mein Gott, jetzt muss ich nach links. Ich muss nach links mit dem. Oh, das ist ja dann gleich hier. Was? Hey. Was? Ich suche die Sanctums nach letzten Splitter der Epoche. Das ist ja Epoche hier, andere Epoche, oder nicht? Besiege die Überreste. Oh mein Gott. Besiege die Überreste Imperators. Ich wusste es. Hallo. Hallo Imperator und Überreste und was weiß ich. Irgendwas slowt mich hier. Oh mein Gott, das ist so ein komischer... Ja, komm, noch ein Laser oder was? Jo, na klar. Achso, die sind ja eigentlich ganz... ganz einfach zu hauen. Man muss nur da rauskommen, man ist geslowt. Oh. Irgendwas slowt einen die ganze Zeit und man verliert kontinuierlich Schaden. Kriegt Damage, meine ich, wie auch immer man das sagen möchte. Kann sich halt nicht auf den Imperator konzentrieren. Wenn er dauernd irgendwas anderes kommt. Man ist brutal geslowt. Boah! Man ist brutal geslowt. Ich stehe irgendwas drin und bin voll geslowt, ey. Krasse Scheiße. Oh, muss ich dann jedes Mal, wenn ich tot bin, hier reinladen? Das ist ja semi geil. Lass mich doch hier spawnen. Nummer 2 auf, ey, krass.
Nahkampf wieder sehr, sehr schwer hier, sowas. Nahkampf wieder schwer, sage ich euch. Meiner Meinung nach. Diesem Ding bin ich geslowt. Das sind irgendwelche komischen kleinen Ads hier oder so. Ich komme da nicht hin. Oh mein Gott. Komm da nicht hin ohne die Gestalt. Jetzt Gestalt wechseln. Komm, komm, komm. Ich muss da weg. Heiltrank. Ja, die 7% schnell. Oh mein Gott. Oder hat er noch eine Phase explodiert? Oh Gott, ich finde, ich hatte es nicht explodiert, ey. Boah. Okay. Wild, wild, wild für Melee mit diesen ganzen AOE-Fähigkeiten. War die Frage, ob wirklich Melee was ist? Vielleicht doch auf Range gehen. Ja. Oder einfach mehr aushalten. Sehr viel Lauferei. Splitter. Ja. Okay. Jetzt werde ich wieder. Oh. Drei werden zu eins, geil. In the precipice of a broken world, there is hope. The epoch is reforged. Epoch wurde. Okay. The real journey began. Jetzt geht's erst los, sagt er. Das Ende der Zeit, unbekanntes Jahr. Ja, okay. Das lese ich gerne. Plus 23 Gesundheit, verringert Nahkampf, Angriffsgeschwindigkeit. Verringert Wurfgeschwindigkeit, aber mehr LP. Mehr. Ja, machen wir einfach. Egal, von der Geschwindigkeit kriege ich ja so durch Skillen. So, wir sind hier am Ende der Zeit. Achso, wir müssen hier wieder hochlatschen, gell? Das war doch das mit dem Hochlatschen hier. Warum ist denn die Karte nicht aufgedeckt? Was habe ich denn so um mich herum? Was soll ich tun? Ja, wir können. Ja, bin soweit. Klar, easy. Benutze der Ceres, um das Imperialzeitalter zu reisen. Darf ich aber nochmal kurz verkaufen? Nee, oder? Ja, dann. Dann machen wir das halt das nächste Mal mit dem Verkaufen hier. Ist ja crazy. Jo, jo. Ah ja, ist noch genug Gigabyte, passt. Okay. Ich verstehe. Okay. Kapitel 4, die Verstoßenen und das im Empire. Das Empire. Das ist irgend so eine komische Aura um mich herum, die dauernd da Sitt macht und Sitt macht und Sitt, Sitt, Sitt. Ist hier eine Stadt? Ich will irgendwas zu mir sprechen. Bis bald, jo. Oh, hier darf ich auf. Oh, das ist. Ach, das ist eine andere Stadt. Oha, das Zeitalter, eine andere Stadt. I see, 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 see. Hier, Side-Quest, yes? Main-Quest, ja, mache ich gerne, klar. Habe ich, auf bald. Hier kurz aufdecken. Ich habe aber, glaube ich, wollen die alle mit mir sprechen? Ich habe aber, glaube ich, in den anderen Epochen nicht alle Side-Quests gemacht. Wo sind wir jetzt? Imperial. Da habe ich irgendwie drei nicht gemacht.
Hier ist sogar eine Dungeon. Wegpunkt gesperrt. Stufe 22. Stadtreise Stufe 10. Aber hier, guck mal. Hier zwei Quests. Und da eine nicht gemacht. Machen wir doch erstmal die fertig. Bevor wir noch dort darum gorken. Besuche die Schmiede im verstoßenen Lager. Versuche ich. Wie ist das eigentlich gedacht, wenn man in ein kleines Gebiet zurückreist? Leveln die mit oder sind die schwach? Ich glaube, sie sind schwach, oder? Was war das mit den Würmern hier? Aber ich habe die Quest nicht alle gemacht. Deswegen können wir das mal schnell nachholen. Habe ich wieder auf? Ja, habe ich wieder. Was ist denn sonst irgendwie laut? So, schauen wir mal hier. Dass wir da hingehen. Zack. Hier ist irgendwas, genau. Hier, ich dachte, wir machen das schnell fertig hier. Bla, 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 okay. Finde Grund den Grohlebauern. Ja, nach oben. Ein Grunser müssen wir finden hier. Geht's hier oben nach rechts oder muss ich einen anderen Weg nehmen? Jo, geh nach links, na klar. Oh, da ist er ja wieder. Jetzt kommen wir aber nach rechts. Jetzt ist hier noch irgendwas. Oh nein, ich hasse die. Jetzt, wo unsere Ding ausgeht hier. Aber egal welches Level, die sind einfach schwer. Die HP sinkt doch sehr langsam bei denen hier. Irgendwas des Heilmittels. Das soll für mich sein. Und wir müssen... Ah, da ist eine Kiste. Und wir müssen nach links oder so. Ist wieder irgendwas Wildes hier. Hier hoch und nach links geht nicht. Hä, wie kommt man denn da hin? Müssen wir da wieder irgendwie komplett außenrum gehen oder links herum oder generell herum oder rum die dumm? Hier noch a Bridge. Dann hier hoch. So, hier ist jemand, wenn ich da hinkommen würde. Hier. What brings you here? Ja, ich habe Berichtoffizier, ja. Ich berichte dir, da ist ein komischer Typ, der da rumkniet.
ja schon hier hinreisen, gell? Hier ist nichts mehr berichten da. Genau, dann berichten wir mal. Habe ich die auch fertig? Ja, gibt jetzt nicht viel. Aber dann habe ich die zumindest aus dem Questlog, auf wenn Questlog hier fast egal ist. Weil das zumindest mal gemacht. Jo, bin da. Okay. Dann war hier, waren noch zwei. Habe ich am Anfang gar nicht so gescheckt mit dem ganzen Stuff. Aber ich kann wieder leveln. Hier hieß es, gell? Griff des Schicksals, glaube ich. Ja, ja. Grasp of Fate. Nekrotischer Schaden wird erhöht. Okay. Gehen wir mal hier lang. Ah, warte. Was muss ich machen? Besuche, Schmiede, Verstoßenlager. Besuche, erkunde, Höhlen. Was nicht, irgendwas, einer von denen ist es. Es sind halt alle von denen eigentlich, aber ich habe keinen Marker, wo ich hin soll. Ich habe keinen Marker, wo ich hin soll. Aber das, der kommt ja vielleicht noch. So, nee. Ich muss dahin. Und dahin. Und ich bin wo? Hierhin. Schmarrn also, ne? Was habe ich überhaupt dahin geportet? Oder haben die mich da irgendwie dahin geführt? Schlungener Fuzzi hier. Habe ich nochmal auf die Map geschaut. Ich arbeite jetzt auch ein bisschen mehr mit der Map zum Glück. Habe ich jetzt ein bisschen zurechtgefunden. Es dauert bei mich immer eine Weile, aber es kommt dann schon. Ah, hier. Hier ist aber wieder so ein Tor. Wozu? Warum ist hier wieder ein Tor? Frage ist, muss ich ins Tor? Ja, ich habe halt schon geklickt, weil ich da rumgelaufen bin. Da bräuchte man noch so eine Art Bestätigungstaste, wollen sie wirklich? Und man hält die linke Maustaste gedrückt, wenn man da dauernd reingeht, ist man halt drin. Erkunde den uralten Wald. Hat jetzt auf jeden Fall geblinkt. Da bin ich wieder in der Vergangenheit, geil. Wieder Dinos hier. Ultra, ultra geil. Dinos Main. Oha, was kommt jetzt hier raus? So eine Art Schild, gell, das Teil. Gibt's hier auch ein Q-Level? Oder gibt's sowas hier nicht? Bestimmt gibt's eins. Oder Ziegen-Level, irgend sowas. Man kann, glaube ich, wenn man das nochmal, wenn man die,
wenn man noch ein Char spielt, kann man irgendwie, wenn man die Story durch hat, das verkürzen mit dem Twink, sag ich mal. Was ist denn das hier? Ah, wieder so ein Typ, gell? Oh mein Gott, nein. Ich, das sind schon meine Hassgegner bis jetzt. Die lassen mich nicht angreifen, weil sie immer irgendwo anders sind. Dann führen sie dich noch zu anderen kranken Gegnern. Lang dauert es, bis du wieder ready ist. Stirb doch einfach. Mein Hinterherporten hier ist ja wild. So, nochmal Heiltrank nehmen. Splitter einlagern, let's go. Ich muss nach rechts, ja, aber die Frage ist, wie rechts? Das lassen wir mal. Ich wollte gerade porten, ging nicht. Gehen wir da lang, da lang. Hier. Töte den Drachen. Okay. Wieso spuckt ein Drache nur Feuer? Macht gar keinen Sinn. Also mit den Flächen haben sie es in dem Spiel. Flächen am Boden. Alter, und irgendwelche komischen, fetten AOE-Teile haben sie es auch hier. Ja, als ich meine Gestalt gemacht habe, ne? AOE. Drecksack. Immer noch an. Geht immer noch an, wenn ich das Wort sage. Seit Jahren schon. Ja, komm. Hab ich. Weiß nicht, ob das skaliert, wenn ich da vor ein paar Level hingegangen wäre, so wie es vorgesehen war, dann wäre es jetzt nicht so easy gewesen. Opfermesser, okay. Eisenvisier. Okay, dann weiter unten rechts hin. Wieder ein Portal raus, oder was? Okay, ich soll da drauf? Und wohin? Möchtest du deine vorherige Zeit in deinen Standort zurückkehren? Weiß ich nicht. Kehre jetzt zurück. Welche Quest ist denn jetzt gehighlightet überhaupt? Wo sehe ich denn sowas? Also hier ist zumindest keine. Jo. Ich mach mal ja. Mal schauen. War das richtig? Hier habe ich noch eine. Wegpunkt gesperrt. Level 21. Hier. Ich glaube, die können wir dann hier abgeben.
glaube nicht, dass wir jetzt irgendwas bekommen haben, was gut ist. Nahkampf. Eine Götze können wir behalten. Komischer Helm. Yes. Jo. So, okay, haben wir. Und ich glaube, ich bin hierher gereist, um was abzugeben. Hier? May tear a smile upon you. Farewell. Wo bitte? Er aber sagt nach rechts. Ach, bei ihm. Der blinkt ja auch. Ich dachte, der blinkt immer. Wegen dem Skillen, ja. Hab ich. Auf bald. Okay. Dann habe ich hier in dem Zeitalter noch eine, aber da kann ich noch nicht hin. Da komme ich vielleicht dann noch hin, hier, da. Da komme ich vielleicht noch mit der Story hin oder so. Ich muss dann hier reisen. Ist das weit zu Fuß oder wie? Einführung in die Herstellung. Wie heißt diese Quest überhaupt hier? Besuche die Schmiede im verstoßenen Lager. Machen wir mal erst das. Jetzt führt er mich da ein. Das müsste ja hier Friendly Zone sein hier. Okay, jetzt schon mal was damit. Einführung. Bestätigen. Habe ich. Gut, da hier ist nur noch die Hauptstory. Die kleine Zuflucht. Okay. Er führt mich aber da auch nicht hin, oder? Ich schau mal, wenn ich jetzt nach oben gehe. Wo gehe ich? Wo komme ich denn da hin? Stillgelegte Tunnel? Richtig. Und da muss ich die verlorene Zuflucht finden. Ich muss nach oben rechts. Naja, das wird hier schon angezeigt. Okay, nach oben rechts irgendwie hinkommen. Oh, was ist das für einer? So eine Art Golem. Habe ich mir einen Golem noch draußen? Jo, habe ich. Gut. Das hier freischalten, vielleicht schalten wir es ja danach schon für die Story frei oder so. Mal gucken. Anscheinend kann man die Gebiete schon auch außerhalb der Story freischalten, aber das ist ja trotzdem eine Quest. Ist ja trotzdem eine Quest. Jetzt lässt du mich wieder nicht nach oben. Jetzt komme ich wieder vom Weg ab, aber das geht nicht anders. Das ist der einzige Weg hier. Du musst nach oben rechts. Ah, da sind die zwei Skelette, wenn ich Heiltrank nehme. So, jetzt geht's zumindest wieder nach oben. Ich
Und dann geht's auch wieder nach rechts, okay. Ah, wieder Gift hier. Gift ist eh gefährlich. Ich hab so irgendwelche Widerstände. Oh, die hier. Die kleinen Säcke, die kleinen Säcke. Was darf ich wieder nicht nach rechts? Das frech. Jetzt vielleicht nach rechts irgendwie. Aber diese Quest ist nicht gehighlightet, ne? Wie kann man Quests highlighten? Oh, da müssen wir mal schauen, dass wir das auch wissen. Hier ist doch so ein Ding hier. Rangliste, soziale Schmiede, Passivfertigkeit, Inventar, Fraktionen, Karte und Quests hier. Ja, aber Karte und Quests. Navigieren, schnell reisen. Quests verbergen, Shift an sich zurücksetzen. Hier, die kleine Zuflucht. Trotzdem ist das hier nicht. Hier angepinnt. Wisst ihr? Jetzt ist es an, jetzt passt das. Aber immer, wenn du in der Region bist, zeigt es dir an. Wenn du in der Region bist, zeigt es dir an, ja. Das könnten auch gute Sachen hier sein. Ah, da war ich vergiftet. Oh, das habe ich gesehen, dass da unten rechts auch die Debuffs sind. Die seht ihr, glaube ich, gar nicht. Oder doch? Nein, ich will dich nicht. Okay, jetzt führt ein kleiner Tunnel hier. Mein Auge ist wieder wild hier. Mein Auge ist wieder wild hier. Gürtel. Schon ein legendärer Gürtel, sagst du? Nur für Mitch. Gürtel, da. Erhöht Chance, Getränke zu finden, 3 Sekunden nach Getränkenahme. Hast, ach so, erhöhte Göttersterben. Das war's. Plus 4 Trankslots. Weiß nicht. Liest sich jetzt nicht so geil, muss ich sagen. Liest sich jetzt nicht so geil. Ist weiter Weg, ist schon weiter Weg hier. Ist nicht ohne. Und wenn man gesehen hat, was für eine Karte das vorher war auf der anderen Ebene. Das war ultra krass, wie groß das war. Jetzt bin ich zumindest auf der richtigen Ebene. Untersucht das verfallene Gebäude. Okay. Schön, dass sich das aktualisiert. Und noch Sensenfuzzi, ey. Muss ich nach unten? Nicht wundern, wenn ich zu oft blinzle. Ich habe komische Sachen und Dinge in meinen Augen. Versuche mich da zu konzentrieren und das zu verhindern, aber das geht nicht so einfach.
So. Der Sensenmann kommt, wird euch alle sensen hier. So. Irgendwelche verfallene Gebäude untersuchen. Aber die sind ja schon verfallen. Also, was soll man untersuchen hier? Und ich habe sie nicht kaputt gemacht. Das wüsste ich vielleicht. Mal alles nehmen hier. Kein Platz? Doch, oder? Da ist dieses Fass, was noch gestört hat. Ah, hier ist ein Speicher, so ein Zwischenspeicher-Ding. Jo! Ich hab mich fast umgebracht hier. Drüberlatschen reicht, glaube ich, einfach in die Region kommen, reicht ja fast schon. Jetzt muss ich erstmal nach unten hin. Oh. Jo, Sonic hier. Lebt der noch? Ach, das ist ja meiner, wenn ich Heiltrank nehme. Sowas vergesse ich. Habe ich. Seite 23, 76, 202. Ja, aufschlagen. Ja, mitnehmen. Passt. Kehre zurück zu Geova, zur Ratskammer. Ja. Hier. Schön die Karte gemacht. Echt interessant. Very, 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 very nice. Rattenstadt. Okay, jetzt haben wir die Sidequests alle ready bis jetzt. Außer ich habe halt irgendwo eine vergessen. Aber das werde ich dann schon noch sehen. Imperiales Zeitalter. Das ist heftig, wie die Karte sich verändert. Guck mal an hier. Ist mir die Karte so. Dino-Zeitalter. Das Grün wird immer weniger. Seht ihr das? Grün, immer weniger, grau, düster und ganz vorbei, nur noch schwebende Inseln oder so. Ende der Zeit. Was für eine Scheiße. Was für eine Scheiße. 24. Einfach Ende der Zeit. Ich wollte gerade fragen, kann ich noch skillen? Hier kommt 1 rein? Ne, 5 kommt da rein. Nein, oh mein Gott, wieder irgendwelche Seiten aufgehen. 5 kommt da rein. Und dann erst da unten? Was ist denn das? Scham pro Punkt. 5 kommen hier rein. Ja. Habe ich. Ja, dann haben wir das hier. Hier. Ja, ich habe keine Ahnung, wo ich da bin, bei dem. 4-mal die Sense. Ach, da oben. Ja, 4-mal. Okay. Und bei der Sense selbst? Das hier, ne? 5-mal. Naja, haben wir ja schon gesehen. Das mit dem Schaden. Hab ich. Krass. Ja, wild. Ja, wild. Ich glaube, dann machen wir an der Stelle ein kleines Päuschen.
Und verlasse mal das Game. Kann man eine kleine Abmod machen. Tag 1 mit Last Epoch. Sehr geil. Hat wirklich Gaudi gemacht. Bin ja kein so Typ, der Diablo oder solche Spielchen mag. Aber war interessant. War interessant und ich freue mich auf mehr. Wie es weitergeht, wie das mit der Skillung ist, wenn sie weiter voranschreitet, wie die Spielweise sich verändert und so weiter und so fort. Also, Tag 1, Last Epoch, Ende.